lieben Bewohner unserer Stadt Guben, wir bereiten uns alle vor auf das große Pfingstfest. An dem Fest feiern wir den Heiligen Geist, sein Kommen. Das Kommen des Heiligen Geistes hat verschiedene Bedeutungen für unseren Glauben, für unseren Alltag, für unser Leben. Diese Bedeutungen haben sehr viel mit den Symbolen des Heiligen Geistes zu tun. Am Pfingsttag haben wir in der Lesung gehört, dass der Heilige Geist unter den Gestalt von Feuerzungen gekommen ist, so wie wir diese Feuerzungen hier auf unseren Kerzen sehen. Das Feuer ist ein sehr wichtiges Symbol des Heiligen Geistes. Warum? Das Feuer erwärmt uns. Das Feuer erleuchtet uns, besonders in der Dunkelheit. Aber das Feuer auch verzehrt, verbrennt. Und das ist auch eine sehr wichtige des Heiligen Geistes für unseren Glauben, damit das Feuer Gottes, das Feuer des Heiligen Geistes in uns alles verbrennt, was Gott nicht meint. Alles, was wir selber auf eigene Faust gebaut haben, das ist nicht so gut, wie Gott meint. Deswegen möchte er das alles verbrennen, in Asche legen und dann mit seiner Kraft, mit der Kraft des Geistes neu aufbauen, damit wir neu aufblühen für Gott. Aber das Feuer ist für unseren Glauben auch entscheidend. Wir wissen ganz genau, und das haben sehr viele Menschen in der Geschichte unserer Christentum bestätigt, nur ein Christ, der selber brennt, kann die anderen Menschen um sich herum anzünden. Und das ist unser Auftrag. Und das ist auch die Hauptrolle des Heiligen Geistes am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag und in den kommenden Tagen, uns anzuzünden, damit wir brennen und dadurch die anderen Menschen anzünden können. Das ist unser Hauptauftrag in unserem Leben als Christen. Die anderen Menschen anzünden, damit sie für Christus brennen. Das ist auch eine enorme Aufgabe für uns hier in der Stadt Guben, wo so viele Menschen Christus nicht kennen oder nicht kennen wollen, die nicht getauft sind, die nicht christlich sind. Nur an eigenem Zeugnis müssen wir halten und das Feuer des Geistes erflehen, erbitten, damit wir selber brennen und das Feuer auf die anderen Menschen übertragen. Aber nicht nur das Feuer. Es gibt auch noch ein anderes Symbol, das andere Element, das Gegenteil zum Feuer. Und davon hören wir in einem Augenblick. Das andere Element, das Symbol des Heiligen Geistes, was ich jetzt meine, ist das Wasser. Das lebendige Wasser, wie die Bibel vom Heiligen Geist spricht. Selbst Jesus sagt, kommt zu mir und trinkt das Wasser des Lebens. Er ist, der Heilige Geist, ist das Wasser des Lebens, das uns alle im Sakrament der Taufe bereits getränkt hat. Aber nicht nur die Taufe, jeden Tag sollen wir von diesem Wasser trinken, im Gebet, im Gottesdienst, auch in der Lesung der Heiligen Schrift. Aber das Wasser beinhaltet noch ein wichtiges Symbol für uns Menschen, für uns Christen, und zwar die Demut. Warum ist das Wasser ein Demutszeichen? Weil sie nur dort fließen kann, wo die geografischen Umstände ihr erlauben. Auch uns kann das Wasser, der Heilige Geist, nur so weit füllen, soweit wir es ihm erlauben. Wenn wir sagen, nein, das interessiert mich nicht, ach, das ist übertrieben, dann bleibt er draußen. Er wird unseren Willen nicht vergewaltigen. Umso mehr müssen wir uns am Pfingstsonntag und am Pfingstfest öffnen, damit wir mit dem Wasser des Lebens gefüllt werden. Auch mit der Demut. Schauen Sie, wie demütig das Wasser ist.
Wir kochen jeden Tag Tee mit Wasser, Kaffee mit Wasser, Suppe mit Wasser. Aber denken wir ans Wasser? Sagen wir, das ist Kaffee mit Wasser, das ist Tee mit Wasser, das ist Suppe mit Wasser? Nein, das Wasser kommt im Hintergrund und verhält sich sehr demütig. Aber wir wissen ganz genau, sieh, das Wasser ist das Element des Lebens. Und das Element des Lebens, des göttlichen Lebens, brauchen wir jeden Tag. Trinken wir also dieses lebendige Wasser des Heiligen Geistes, nicht nur heute, aber jeden Tag. Kommt alle zu mir und trinkt das Wasser des Lebens, sagt Jesus. Beten wir also jetzt gemeinsam in dem darauf folgenden Lied um die Gabe des Heiligen Geistes, damit er in uns brennt wie ein Feuer und erquillt wie die Quelle des lebendigen Wassers, das aus uns hervorkommt am Pfingsten. Frohes Pfingstfest und tiefe Erlebnisse mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, hier an diesem Platz gibt es nichts, das deiner Herrlichkeit entspricht. Sündige Menschen, so wie ich es bin, aber wir lieben dich, wir brauchen dich, wir heben die Hände und rufen zu dir.
bitten dich.